Herzlich willkommen hier zurück auf der Gamescom 2017 am Stand der Amazon Game Studios. Mein Name ist Oliver Germann und ich bin hier mit dem Giovanni Capecci. Endlich mal richtig. Willkommen an alle, die zugucken. Der Mann hat viele Künstlernamen, was soll ich machen? Ja, die kann man gar nicht alle im Kopf behalten. So, wenn der Herr Capaccio so lieb wäre und uns erklären würde, was Breakaway wirklich auszeichnet, wäre ich sehr erstmal glücklich hier. Kein Problem. Breakaway ist ein Team-Action-Battlesport-Game, kann man so sagen. Es ist eine Mischung aus einem Teamplay, was ihr vielleicht so aus Handball, Fußball kennt. Wir haben nämlich einen Ball, das Relic, um das es geht. Aber es gibt noch eine ganze Menge Action und da kannst du bestimmt was zu sagen. Ganz genau. Falls ihr sagt, ich mag das eigentlich gar nicht so, immer so sportlich hin und her zu spielen und wenn ich dann irgendwie mal was falsch mache, kommt der Schiedsrichter und gibt mir eine gelbe Karte, das ist hier ein bisschen anders. Ihr könnt nämlich, und ihr sollt sogar, dem Gegner ordentlich auf die Mütze hauen. Und dafür gibt es selbstverständlich verschiedene Strategien. Es gibt Tanks, es gibt wirklich Damage-Dealer, Supporter, die so ein bisschen von weiter hinten mit der Sniper drauf schießen. Da habt ihr dann alle Möglichkeiten bei Breakaway. Ja, es ist absolut für jeden was dabei, je nachdem, wie ihr das Ganze machen wollt. Und weil wir das Ganze natürlich hier aufgebaut haben und euch präsentieren, lassen wir uns natürlich nicht lumpen und haben ein paar Spieler vorbereitet, die sich hier schon durchsetzen konnten. Das könnt ihr natürlich auch hinten einfach spielen. Die haben das schon getan und die bitten wir doch jetzt mal raus. Würde ich auch sagen. Fangen wir direkt an, keine Zeit zu verlieren. Das blaue Team startet mit Clockwork 220. Das Uhrwerk ist gestellt, hier kommt der gute Clockwork gleich heraus. Trau dich raus auf die Bühne, deine Fans warten schon. Na, noch kommt er nicht. Clockwork traut sich noch nicht ganz, was ist jetzt? Da ist Clockwork, hat es ein bisschen spannender gemacht, aber nicht enttäuscht. Der Mann ist top vorbereitet, er geht mit Merrick an den Start. Kannst dich gerne auf deinem Platz einfinden, dort wo Merrick quasi hinter dir erstrahlt und erleuchtet. Das ist eine der Tanks im Spiel, die können ordentlich Schaden einstecken. An seiner Seite haben wir den Alexander. Das ist Alexander, der jubelt erstmal schon vor dem Spiel. Hoffen wir mal, dass das nach dem Spiel auch funktioniert. Und er spielt heute Argus. Das ist einer der Damage-Dealer, sehr, sehr schneller Charakter. Der kann richtig schön austeilen. Dann auf Platz 3 im blauen Team Lukas. Lukas, trau dich raus. Da ist er, der Lukas. Und der spielt heute Corin. Corin, sehr schwer zu spielen. Ein Supporter kann das gegnerische Team verfluchen, also die Defense schwächen. Und dann macht zum Beispiel Argus noch mehr Schaden. Und zuletzt haben wir den George. Das ist George, der traut sich jetzt auch gleich heraus. Hier ist er mit der Mütze wie ein Profi, damit ihn die Scheinwerfer nicht blenden. Da klappt auch so ein Move problemlos. George spielt heute Sai. Das ist ein super schneller Charakter, der auch so sehr vielseitig ist, auch ehrlich gesagt ein bisschen schwerer zu spielen als Supporter. Aber natürlich haben die vier auch Gegner und da fangen wir mit dem ersten Spieler aus dem Team Rot an, mit dem Keratok. Komm mal raus auf die Bühne zu uns. Da ist er. Der hat sich für Chiome entschieden und Chiome ist auch ein Damage-Dealer. Noch einer der neueren Charakter. Es wird natürlich immer was gemacht an dem Charakter-Roster und Chiome wird auf jeden Fall gut auf die Mütze geben. Als nächsten Spieler haben wir den Seven Warlord. Die sieben davor ist hoffentlich Programm, wenn er mit Merrick mindestens sieben oder mehr Tode seines Teams verhindert. Merrick and Tank ist natürlich dafür gedacht, vorne in der ersten Reihe zu stehen. Der nächste Spieler im Verbund ist Vardris. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und Vardris, wenn er denn gleich kommt, da ist er, hat sich für Jara entschieden. Jara, auch ein sehr offensiver Charakter, kommt aus den Schatten, greift einfach an und dann weiß man gar nicht, wo man gestorben ist. Und als letzten Charakter, ach, da sehe ich schon, hat sich der Messiah als letzter Charakter für den Galleon entschieden. Passt natürlich, der Engel, der ein wenig von allem kann. Healen, Damage tanken, Damage stehlen. Gute Wahl zu diesem Namen, würde ich sagen. Ja. Wir haben es angekündigt, Breakaway ist ein Teamsport und bei jedem Teamsport braucht man auch einen Coach. Das blaue Team hat hier den Louis an der Seite. Louis, raus ins Rampenlicht, da ist er, der Louis. Hier zeigt uns nochmal, hat sogar ein Namensschild selbst gebastelt, absolute Bestnoten von mir. Das rote Team wird von Vi begleitet. Vi, trau auch du dich heraus, da ist sie, die Gute, ist immer so bisschen minimal schüchtern, wenn sie rauskommt, aber gleich, sobald das Headset drauf ist, ändert sich das sofort.
und sie gibt ihren Spielern die perfekten Anweisungen und sagt ihnen, jetzt in die Offensive, jetzt wieder zurücklaufen, jetzt Relikt verteidigen. Denn bei Breakaway geht wirklich immer so einiges ab in so einem Spiel. Es geht schnell hin und her und da verliert man auch mal den Überblick. Absolut, der Überblick natürlich. Die Schlüsselsituation, sag ich einfach mal, wenn man in so einem schnellen Hin und Her ist. Und da hilft es einfach, jemanden zu haben. Wir haben uns nämlich extra für die Gamescom überlegt. Wir zeigen euch das E-Sports-Feeling wirklich im vollen Umfang. Und bringen auch den Coach, den man eben aus anderen Situationen natürlich kennt, beim Fußball zum Beispiel, wild an der Linie schreiend, direkt in euer Ohr. Ja, glücklicherweise muss der nicht schreien, der hat das Headset, wie gesagt. Ansonsten, ihr müsst nicht mit Coach spielen, falls ihr jetzt sagt, ich möchte es mal daheim ausprobieren, gar kein Problem, die Alpha ist offen und natürlich kostenlos. Ihr geht einfach auf playbreakaway.com und schon könnt ihr selbst jedes Wochenende zocken, wenn die Server offen sind. Zwischen den Wochenenden wird sie quasi noch weiter verbessert, die Alpha, damit es noch ein cooleres Spiel wird. Hier sehen wir jetzt die Map unseres Games jetzt. Das ist die Dreadshore, das Schreckensschiff, ein langes, langes Geisterschiff, auf dem nicht mehr so unendlich viel los ist. Aber die Charakter werden es jetzt gleich ändern, nämlich ordentlich für Action sorgen. In der Mitte sehen wir hier die Kugel, das Relikt, der Ball. Der muss aufgenommen werden von euch und in die gegnerische Endzone befördert werden. Dort gibt es das Relay, das ist dieser Kreis, den wir hier links sehen, genau, oder hier. Der ist rot bei rot und blau bei blau, ganz logisch, wie auch sonst. Wenn der dort landet, ist es quasi ein Tor für euer Team und ihr scoret. Ansonsten, wir haben ja versprochen, es gibt auch Action. Könnt ihr auch alle Charakter des gegnerischen Teams gleichzeitig auf die Bank schicken, die respawnen zwar. Doch wenn ihr es hier hinbekommt, dass die alle gleichzeitig raus sind, gibt es auch dann einen Punkt für euer Team. Und die letzte Möglichkeit, wenn die Zeit hier komplett abläuft, beziehungsweise es so aufs Ende hinzugeht, dann sehen wir keine Rückpässe in der eigenen Hälfte, dann steht man nicht rum, spielt zum Torwart und Hacke, Spitze und so weiter, sondern hier sieht es dann genau andersherum aus. Wir haben nämlich keine Unentschieden. Wenn die Zeit abläuft, muss sich die Kugel nur in der gegnerischen Hälfte befinden und auch dann kriegt euer Team einen Punkt. Genau so ist es. Und wir sehen auch hier, dass hier gleich die zweite Möglichkeit gewählt wird. Hier wird sich nämlich ordentlich auf die Mütze gehauen und das blaue Team muss auch schon mit zwei Spielern weniger auskommen. War am Anfang zwar nur für 7 Sekunden, aber je öfter man auf die Bank geschickt wird, desto länger dauert es wieder ins Spiel zu kommen und das ist natürlich nie gut. Ja, dementsprechend ist die taktische Ausrichtung des eigenen Teams absolut von riesiger Bedeutung. Wir sehen hier, Argus ist gerade das dritte Mal gekillt worden, glaube ich, 17 Sekunden auf der Bank. Wir sehen jetzt auch der Tank des blauen Teams ebenfalls auf die Bank geschickt worden, Merrick. Und deswegen hat das rote Team jetzt ein bisschen mehr Gelegenheit, sich zum Beispiel auf den Crystal da zu konzentrieren. Ja, der Crystal sorgt natürlich dafür, dass das Team einen riesigen Buff bekommt, nämlich 30% mehr Leben, während es hier schon in die Endzone geht und beinahe zum Punkt kommt. Ja, schöne Verteidigung des blauen Teams hier, gerade noch so das Relikt gerettet. Das kann man nicht ganz einfach aus der gegnerischen Hand rausschießen, das war mal so, aber man hat sich dann gesagt, das ist noch cooler, wenn es so ein bisschen die Möglichkeit gibt, damit auch etwas zu laufen. Deshalb haben wir hier das Relic Shield. Das ist diese kleine Bubble, die um den Charakter herum erscheint, der das Relikt aufnimmt. Und erst wenn er ein paar Mal getroffen ist, am Anfang meistens so 2 bis 3 Mal, lässt er das gute Stück wieder fallen. Das lädt sich dann auch wieder auf. Man sieht das Relic Shield unterhalb des Countdowns oben. Die Zeit, die uns anzeigt, dass hier noch 2 Minuten gespielt werden. Aktuell 100 für das Rote Team. Das heißt, hier kann jetzt ein Angriff erfolgen, der kam, hat aber nichts gebracht. Man konnte trotzdem noch 1 Meter weiterlaufen mit dem Relic in der Hand. So. Ja, den Druck wird da aber weiter aufrechterhalten. Das rote Team versucht es weiter, auch wenn die Blauen da jetzt alle nach und nach respawnen. Jetzt wird hier wieder mächtig auf die Glocke verteilt. Aber da kann Lukas vom blauen Team hier den Druck ein wenig nehmen und schafft es mit einem schönen Relic Dash nach vorne. Und da sind wir wieder in der Mittelzone. Ja, schöne Befreiungsaktion vom blauen Team, das eben hier mit der eigenen Base im Rücken schön verteidigen konnte. Wenn man sich in der eigenen Base befindet, heilt man sich natürlich auch wieder hoch. Dementsprechend ist es da auch etwas leichter zu verteidigen. Wobei so ein taktischer Rückzug dann auch mal die gute Gegenmaßnahme sein kann, die dafür sorgt, dass man hier als Gegner sich nicht zu weit rauslocken lässt, sage ich mal. Ja, und natürlich gibt es nicht nur die Basis selbst, sondern noch Buildables, Verteidigungsmaßnahmen, die wir jetzt, wenn wir links gucken, da sehen wir so eine schöne Stachelfalle. Die ist von Merrick und jeder Charakter kann so etwas auf den Boden legen und dann eben, wie zum Beispiel diesen Sumpf von Corrin, der da hingelegt wurde, dafür sorgen, dass ein Vorteil für das eigene Team kommt. Wenn die überleben, die kann man natürlich kaputt machen, bleiben sie auch für die nächste Runde erhalten. Das heißt, die Karte kann ziemlich gut zugegleistert werden. Ja, wir befinden uns jetzt aktuell in der letzten Minute. Das heißt, jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt geht es eigentlich darum, wem gelingt es, das Relikt in der gegnerischen Hälfte zu halten, falls wir nicht vorher doch noch einen Team-Vibe oder einen Relic-Score sehen.
Quadros jetzt für das Rote Team mit dem Relikt in der Hand. Man will nach vorne, man will es in die gegnerische Hälfte befördern, denn manchmal ist es gar nicht so einfach, das nochmal irgendwo hinzubewegen, wenn hier das Gemetzel richtig losgeht. Plötzlich ist Alexander auf der rechten Seite durch. Er geht nach vorne, da ist die Mauer im Weg, deswegen wird er auf rechts gezwungen, er lebt aber noch und wird dann doch aus den Socken gehauen, kurz bevor er das Relikt nochmal an sich reißen konnte und dann auch den Punkt für sein Team mit Sicherheit gemacht hätte. Nur noch 13 Sekunden auf der Uhr. Zwei Leute bei Blau sind komplett raus. Die kommen nie mehr zurück, bevor diese Runde vorbei ist. Drei Leute bei Blau sind raus, vier Leute bei Blau sind raus. Und das ist doch tatsächlich, das war fast wie auf dem Markt, ja. Drei sind raus, vier sind raus, wer bildet mehr? Und das Royal Team schafft den Vibe. Und alle aus Blau wurden gleichzeitig auf die Bank geschickt. Ja, hier sieht man einfach, wie schnell es gehen kann, wie schnell die Taktik sich auch ändern kann. Da waren sie noch im Angriff und dann hieß es ganz schnell, okay, vergiss es. Jetzt wird hier fleißig eingekauft und wir sehen beim roten Team, wie viel Gold da ausgegeben wurde. Das ist unglaublich, dass nach der ersten Runde schon zwei epische Items fertiggestellt wurden. Diese geben zusätzlich noch einen Bonus, weil sie fertiggestellt wurden. Zusätzlich zu dem Schwert, das sowieso schon an der Stärke gibt. Genau, also das Schwert des Mars, das ist hier zum Beispiel das Angriffs-Item sozusagen. Das gibt plus 10, plus 20 und so weiter. Und dann, wenn man den Heroic-Bonus bekommt, wenn man also die vierte Ausbaustufe gekauft hat, dann gibt es nochmal plus 10% Schaden insgesamt. Also jetzt ist nicht ein fester Punktwert, sondern ein prozentualer Wert. Und wenn man so einen aggressiven Charakter hat, wie jetzt zum Beispiel Chara, die halt wirklich viel Schaden anrichtet, wenn sie da eben kommt, dann sind 10% auch nochmal eine richtig, richtig ordentliche Nummer. Jetzt muss das rote Team natürlich gucken. Die sind schon wieder relativ low. Das blaue Team ist da natürlich voll aufgestellt mit vollen HP-Leisten. Und jetzt sehen wir auch auf der Minimap, die stellen das ganz klug, stellen die Stachelfallen da wunderbar hin. Davor die Sümpfe. Das ist genau das, wie man diese Bildebilds versucht zu nutzen. Ja, da sieht das rote Team noch nicht so den Weg durch gerade. Ja, Vardris hat hier das Relikt gecarried, wurde dann allerdings von Argus aus dem blauen Team abgefangen. Und dementsprechend hat er sich auch gesagt, ich lasse es erstmal fallen. Das ist in dem Fall die bessere Methode. Dann hat er sich verteidigt. Und auch noch den Argus hier fast aus den Socken gehauen. Zwei Leute bei Rot jetzt down. Jetzt kommen die Respawns. Wir sind noch etwas vom Team Vibe entfernt. Keine Sorge, Jungs. Ihr könnt hier noch etwas lockerer bleiben. Ja, jetzt geht's hier wieder in die Angriffsphase für das blaue Team. Aber auch massig Bildebild, Schreine, Trampoline, Mauern. Das geht da einfach nicht durch. Also man kann die natürlich zerstören. Aber in der Regel guckt man natürlich, dass man eher auf den Charakter sich fokussiert. Man will ja nicht in eine Wand schlagen und dann von hinten den Hammer reinkriegen. Zwei Leute beim blauen Team sind jetzt hier sehr, sehr angeschlagen. Wir sehen sowohl Merrick mit nur noch ganz, ganz wenigen live, als auch Torrin. Die könnten sich mal überlegen, in die eigene Base zurückzukehren. Während Rot hier schön verteidigt und in der Gruppe auf den einzelnen vorgerannten Arm geht, der dementsprechend jetzt auch wieder auf der Strafbank Platz nehmen muss. Wir sehen die Schüsse hier von Sai, das war die Special Ability, die rasende Kugel, die auf den Gegner zugerollt ist. Dann kommt hier schöner Special von Galleon, der sich jetzt auch erstmal selber heilt und sagt, ich nehme eine kurze Auszeit. Das kann der Engel. Der Engel kann das ziemlich gut, aber währenddessen hat man sich oben den Red Buff, den roten Buff geklaut. Und der sorgt natürlich dafür, dass jetzt 30% mehr Angriffsstärke für die nächsten 45 Sekunden zur Verfügung stehen, während sich George mit Seider auf der rechten Seite durchsetzen kann und jetzt nur noch vor den Verteidigungsmaßnahmen steht. Ja, George ist allerdings auch der Einzige im blauen Team, der noch am Leben ist und wird es dementsprechend gleich fallen. Das prophezei ich schon mal für euch, Jungs. Ist jetzt auch raus, 17 Sekunden auf die Bank, währenddessen der Rest des Teams glücklicherweise wieder gespawnt, bevor es hier den Team-Vibe gibt. Rot entsprechend jetzt in die Offensive gegangen. Wir sehen ein schöner Bankkreis von Torrin, der versucht die Gegner und macht es noch schwieriger, jetzt aggressiv zu gehen. Rot sagt sich aber, wir ignorieren das einfach mal. Ja, wir sehen zwei Leute mit der Killstreak. Ja, sowohl Chara im roten Team als auch Chiome, beide brennen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Charakter oben rechts, ihr seht das ganz cool an der Map, an der oberen rechten Seite des Screens, sind hier gerade mit mindestens 3 Kills in Folge am Start und hauen ordentlich rein. Jetzt haben wir halt wieder die Situation kurz vor Ende der Runde. Wir sind schon in der letzten Minute. Muss das blaue Team aufpassen, dass sie jetzt nicht nochmal Charakter verlieren, denn diese sind schon sehr, sehr lange unterwegs und müssen dann auf die Bank setzen. Jetzt kann sich Merrick auf der rechten Seite durchsetzen, das Relic nehmen und ein bisschen Zeit gewinnen und einen Meter machen. Ja, Merrick geht jetzt nach vorne, wirft jetzt auch schön. Messiah nimmt sich allerdings das Relic und springt nach oben und wirft. Das ist auch meistens taktisch noch ein bisschen besser. Da kriegt man noch mehr Range rein, also macht noch mehr Meter gut. Jetzt wird sich hier kurz auf das Buildable konzentriert. Der Sumpf muss fallen. Der wird hier mal ausgedünnt sozusagen. Und jetzt ist er auch weg. Dementsprechend wieder Vorteile für das rote Team. Aktuell ist die Kugel noch in der Hälfte von Blau. Wenn die Zeit jetzt komplett runterzählt, gibt das einen Punkt für das rote Team, das dann auch 2:0 in Führung gehen würde. Kein Schild mehr bei Blau. Kein Schild mehr bei Rot. Entschuldigung, die waren ja auch gerade am Drücker. Jetzt Argus hier spielt sich davon mit dem Relikt in der Hand. Eng. Könnte werfen. Hätte fast werfen können. Hat es nicht ganz geschafft.
und dementsprechend doch noch der Ball in der roten, in der blauen Hälfte und somit logischerweise Punkt für Rot. Ja, wir haben das gesehen, das war eine ganz knappe Nummer. Wenn er gesprungen wäre und geworfen hätte, mit einem guten Wurf, hätte er es wahrscheinlich genau dahinter gebracht. Und jetzt wird nochmal fleißig eingekauft. Rot möchte hier den Sack zumachen und hat ganz, ganz viel Gold in die epischen Objekte gesteckt. Thorgrim wird ganz, ganz schwer umzubringen sein. Mit dem Schild voll ausgegradet, während das rote Team, das blaue Team, pardon, noch nicht so hundertprozentig auf die epischen Level gekommen ist. Ja, der Coach des blauen Teams muss jetzt hier Bestarbeit leisten und die Jungs darauf einstellen, was an der Taktik geändert werden muss, denn bisher sind da einige Stellrädchen noch nicht auf 100% justiert. Wir sehen jetzt hier, Versuch mit dem Relikt nach vorne zu stürmen. Clockwork ist hier in die Bresche gesprungen. Alexander hat sich jetzt geschnappt mit seinem Argus, geht auf die linke Außenbahn, wird allerdings von Seven Warlord eingeholt, der dann auch erstmal auf die Mütze gibt. Wir sehen jetzt hier das klassische zeitlose Duell zwischen Tank und Damage Dealer. Dazu gesellen sich noch zwei andere Leute aus dem roten Team. Powerplay sozusagen 4 gegen 1 oder 3 gegen 1, das ist eine klare Sache. Argus muss auf die Bank und kommt jetzt gleich erst wieder zurück. Blau hat sich weit in die eigene Hälfte zurückgezogen und Rot kann dementsprechend nach vorne stürmen. Aber die ganzen Stacheln da im Weg, die sorgen natürlich dafür, dass das rote Team nicht einfach durch kann. Schöner Skill hier von Galleon, der einfach den Knockup macht und den Relic-Träger da vom Relic trennen kann. Und jetzt kann das rote Team natürlich versuchen, in die Gegenoffensive zu gehen. Ja, man muss sich jetzt überlegen, welche Taktik das rote Team hier gerade fährt. Man sieht schon viel, dass der Ball nach vorne getragen wird. Eigentlich haben sie die ganze Zeit eher über die Offensive gewonnen, beziehungsweise dann am Ende, indem sie das Territory verteidigt haben. Vielleicht sehen wir im dritten Spiel dann doch noch diesen Relic-Score, die andere Möglichkeit, ich sag mal fast die primäre Möglichkeit, in Breakaway zu scoren. Gestern zum Beispiel gab es ein Exhibition-Match zwischen zwei Top-Teams. Da war einmal die University of California hier mit ihrem E-Sports-Team. Die sind alle dafür bezahlt worden, dass sie E-Sports spielen und müssen dann keine Uni-Gebühren mehr bezahlen. In Amerika ist das ja ein bisschen ein anderes Thema. Und auf der anderen Seite das Team Energy, das auf der TwitchCon, wo wir dasselbe gemacht haben wie heute, 21:0 gegangen ist. Beide Teams hatten mit Heilern angefangen, klassische Aufstellung. Energy hat dann die Taktik gewechselt, nur noch mit Aggressoren gespielt und gar keine Verteidigung mehr sozusagen. Hat dann die 2-1-Führung geholt, anschließend hat UCI umgestellt und noch 4-2 gewonnen. Vielleicht sehen wir sowas jetzt auch hier in dem Spiel. Das wäre natürlich eine wunderbare Sache, denn auch Reverse Sweeps sind hier möglich, wenn man die Strategie early versucht sozusagen, ja, wir droppen mal 1-2 Runden, gucken mal, dass wir vielleicht einen Punkt kriegen, aber wir gehen mehr ins Late Game, das geht natürlich. Ja, man sieht hier fast, wie das blaue Team herausgelockt wird, einer läuft mit dem Relic nach vorne, jetzt hier schöner Schuss von George, der mit Sai den Special getroffen hat und dementsprechend Messiah auch ordentlich Schaden mitgegeben hat. Argus jetzt hier schon 20 Sekunden wieder auf der Bank. Der muss aufpassen, dass er nicht noch einmal auf die Bank geschickt wird. Das könnte dann ganz bitter werden. Jetzt wird hier wieder im engen Gang viel gekämpft. Das Relic wird so ein bisschen zur Nebensache, während da im Hintergrund gekämpft wird. Aber jetzt kann sich Thorgrim das Relic schnappen und kriegt natürlich sofort die Axt von Merrick in den Rücken. Ja, wo du eben sagst, das Relic wird zur Nebensache, das wird sich gleich wieder ändern, wenn hier die letzte Minute anbricht und jeder Zentimeter zählen könnte. Clockwork hat diesmal realisiert, dass er alleine gegen drei Leute antritt und dementsprechend hat er sich zurückgezogen und auf den Rest seines Teams gewartet. Selbst wenn das blaue Team hier insgesamt verliert, haben sie in dem Spiel einiges gelernt, das sieht man jetzt schon, und können natürlich später gestärkt auf die Bühne zurückkommen. Ihr könnt hier so oft spielen, wie ihr möchtet. Kurz ja. Und wenn wir hier gerade sehen, dass da fleißig gekämpft wird, im Hintergrund schießt der George als Pistolero da die ganze Zeit durch die Gegend. Jetzt kann sich Messiah durchsetzen, kann mit Galleon nochmal die Meter zurücklegen. Ja, drei Leute auf der Bank beim blauen Team, es ist nur noch Corin übrig, die muss jetzt verteidigen. Gleichzeitig muss sie aber auch aufpassen, dass sie nicht fällt, denn sonst gibt es den Team-Vibe. Corin ist noch nicht ganz in die Macht genommen worden. Rot ist eigentlich durch, wirft jetzt hier fast, wir haben doch nochmal geblockt. Wieder Rot am Ball, wieder Blau am Ball, es geht hier hin und her. Clockwork schafft es und kann die eigene Endzone, die Kugel entschärfen sozusagen. Jetzt geht es natürlich in den letzten 20 Sekunden, jetzt muss aufgepasst werden. Wo wird das Relic am Ende liegen? Der Kampf in der Mitte wird sich immer weiter ausbrechen. Rot versucht, nein, Lukas schafft es noch, sich das Relic zu schnappen. Jetzt in die letzten Zentimeter. Blau kurz vor dem Teamball schafft es aber, das Relic zumindest in die gegnerische Hälfte zu tragen. Rot hat es doch nochmal bekommen, wirft es jetzt wieder zurück, ist jetzt auch in Überzahl in der Mitte, schafft es das Relic tief in die blaue Zone zu werfen. Blau kommt zwar wieder zurück, doch genau in dem Moment keine Möglichkeit mehr, nochmal nach vorne zu sprinten und weit zu werfen, was jetzt hier notwendig gewesen wäre. Ja, jetzt sehen wir hier noch den MVP, der am Ende jedes Spiels gewählt wird. Und das war Galleon, Messiah. Der Engel hatte einfach mal seine heilende Kräfte durch die Gegend geschickt. Aber man muss auch ganz klar sagen, das hat das Team wunderbar gemacht. Am Ende hat da ganz, ganz wenig gefehlt. Ich sag mal 5 Sekunden. Wir haben die Stats hier bei uns und 11.000 geheilte Schaden. Das ist wirklich ein Wort. Das ist mehr
als der beste Charakter im anderen Team überhaupt an Schaden ausgeteilt hat. Also man hat hier wirklich gesehen, die Rollenverteilung im Team war klar. Man hat sich gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wir auf dem Spielfeld bleiben, sodass die Respawn-Zeiten nicht immer länger werden, was ja letzten Endes dem blauen Team das Genick gebrochen hat. Ja, wir haben das ja auch gesehen. Ich glaube, in der ersten Runde war es, wo einfach zwei Charakter ausgeschaltet wurden und dann einfach auch gar nicht mehr am Spiel teilnehmen konnten. Und das 30 Sekunden vor Ende. Das bedeutet, eigentlich war noch eine ganze Menge Zeit, aber man ist dann gezwungen, einfach zuzugucken. Und das ist katastrophal. Ja, also das eigene Team anfeuern ist natürlich eine coole Taktik, wenn man sonst nichts machen kann. Allerdings meistens nicht ganz so erfolgreich, wie man sich selbst reinschmeißen kann und nochmal richtig selber draufhauen kann. Die Jungs gehen jetzt von der Bühne und machen die frei, vielleicht für euch, denn ihr könnt ebenfalls zocken, einfach aus einem der beiden Ausgänge hier aus unserer Arena raus und ihr könnt selbst mal Breakaway antesten und ja auch spüren, wie sich das Ganze anfühlt. Richtig, denn dieses E-Sports-Feeling, das vermitteln wir euch. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr hinten auf diese Bühne, die ich jetzt mal so ganz liebevoll zeige, und von uns gecastet werden. Oder ihr trainiert noch ein bisschen in unserer Casual Area, spielt so lange, bis ihr euch fit fühlt. Oder ihr macht das Ganze von zu Hause nach der Messe, auf der ihr hoffentlich natürlich alle seid. Denn ihr könnt euch einfach für die Alpha anmelden auf www.playbreakaway.com. Dann kriegt ihr einen Key zugeschickt und dann, wenn die Server offen sind, an jedem Wochenende könnt ihr fleißig zocken. Genau, ihr habt auch schon gesehen, dass wir trotz der Alpha einen Spectator-Mode haben. Das spricht so ein bisschen dafür, das Spiel wird eng und nahtlos in Twitch integriert werden. Ihr könnt als Streamer zum Beispiel auch euren Subscribern die Möglichkeit geben, mit euch zu zocken, indem die einfach nur einen Link anklicken. Ich habe jetzt aber gehört, der kleine Mann in unserem Ohr sagt uns, das nächste Team steht schon wieder bereit. Deswegen machen wir eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder zurück mit dem nächsten Game Breakaway hier live von der Gamescom 2017.